Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz und ich möchte euch jetzt in den nächsten drei Videos einen Umbau von dem Programm vorstellen, was wir letztes Mal geschrieben haben. Das wird jetzt so ein bisschen komplizierter werden, weil ich auch ein paar Befehle einführen werde. Und wichtig ist gar nicht die einzelnen Befehle, von denen werdet ihr, wenn ihr so ein bisschen programmieren könnt, schon gehört haben. Aber die Kombination ist halt wichtig. Nun, das ist so ein bisschen schwieriger zu erklären. So, was wollen wir machen? Das hatte ich euch ja schon gezeigt im siebten Video. Wir wollen hier so eine Kurve zeichnen oder beziehungsweise auf einer Kurve werden lauter kleine Punkte gezeichnet. Das haben wir ja im Prinzip jetzt schon gemacht. Bloß haben wir eben keine unregelmäßige Kurve genommen, sondern erstmal für den Bewegung des roten Kreises eine regelmäßige Kurve, also das hier. Und jetzt sollen die Punkte auch noch gelöscht werden. Und ganz wichtig, das hatte ich ja auch schon gesagt, ist das Überprüfen der Werte. Ich hatte nämlich am Anfang ein bisschen Probleme mit den Farbwerten, weil ich eine Sache vergessen habe. Und das erkläre ich euch dann in diesem Video. Und zwar, wenn wir die Farben zeichnen, und hier seht ihr, die Farben verändern sich, also jetzt werden sie gerade niedriger, das heißt, sie gehen in Richtung des Schwarzbereiches, und gleich werden sie aber wieder nach oben steigen, das heißt, in Richtung des Weißbereiches gehen. So, und ja, und die verändern sich halt unabhängig voneinander. Es sind sechs Zahlen. Jeweils zwei Zahlen ergeben zusammen einen der drei Werte von einem RGB-Farbcode. Und die ersten beiden Zahlen, das ist eben der rote Kanal. Das zweite Zahlenpaar, das ist grün oder steht für grün. Und das dritte Zahlenpaar für blau. Und die werden einzeln angesteuert. Das muss ich errechnen. Und dazu brauchen wir ein paar String-Operationen, und das Ganze, ja, obwohl ich zeige euch jetzt erstmal, wie es programmiert ist. So, hier. So, also hier oben habe ich die Funktion den Farbwert berechnen. Dazu habe ich mir eine Funktion geschrieben, die nennt sich getColor. Und das erste, was ich mache, ist, dass ich drei Zahlen ausrechnen lasse. C1, C2 und C3. Und hier mache ich eine etwas, ja, es sieht am Anfang etwas umständlich aus, aber in Wirklichkeit ist es eine ganz nette Abkürzung davon. Und zwar möchte ich die Farben so fließen lassen, dass wenn der unterste Farbwert erreicht ist, also die 0 erreicht ist, der dann wieder aufsteigt. Also ich möchte keinen Sprung drin haben, wenn ich also die Zahl jetzt einfach hier immer höher steigen lassen würde und würde sagen, gut, wenn du über 255 bist, dann gehst du wieder auf 0 zurück, dann würde der von weiß auf schwarz umspringen, und genau das möchte ich nicht haben, sondern ich möchte, dass der, wenn der bei 250 angelangt ist, dann wieder nach unten steigt. Und das kann man machen, indem man sich so einen Zähler setzt, wenn er nach oben gestiegen ist und jetzt ist der höchste Punkt erreicht, dann wird nicht mehr dazu gezogen, eine Zahl, sondern es wird abgezogen. Und das möchte ich hier aber nicht machen, sondern ich möchte es eben hier mit diesem kleinen Programmschnipsel machen. Und das erkläre ich euch gleich. So, wenn wir jetzt die Zahlen errechnet haben, dann müssen die in einen String umgewandelt werden. Und um eine einzelne Zahl in einen zweistelligen String umzuwandeln, ich brauche also sechs Stellen, und für jede Zahl zwei Plätze im String. Und dann mache ich das hier mit dieser Funktion. Und auch die ist etwas komplizierter. Auch das möchte ich gleich ausführlich erklären. Also, dazu habe ich euch jetzt hier einen Überblick gemacht, dass wir das auch schön groß auf dem Bildschirm sehen. Also, A, das ist ein Wert, der wird übergeben an die Funktion, an diese Funktion getColor, und das ist im Prinzip unser Zähler in unserem Hauptprogramm. So, und den nehme ich jetzt mal 500.
Das liegt einfach daran, dass dieser Zähler für die Sinusfunktion, also für die eigentliche Berechnung, wird der immer ganz, ganz wenig hoch dazu addiert. Also 0,02 wird dazu addiert. Und das ist natürlich für eine Farbberechnung zu wenig, weil die Farben eben tatsächlich in Einersprüngen springen. Also nehme ich das Ganze mal 500, damit der Farbwert dann auch sich relativ rasch ändert, ne? Also je höher ich diese Zahl setze, umso rascher ändert sich der Farbwert oder umso größer ist der Abstand zwischen den einzelnen Farben. Und so ist er noch relativ klein und fließend, ne? Wie ihr das gesehen habt. Dann darf ich natürlich keine riesige Zahl haben, sondern ich brauche eine Zahl zwischen 0 und 255. Und dann mache ich ein Modulo, also ein Errechnen des Restes. Und dann nehme ich 510. Und damit habe ich vorgesorgt, dass auf jeden Fall die Zahl nicht größer wird als 510. 510 ist natürlich viel zu groß. 256 ist der höchste Farbwert. Nee, 255 ist der höchste Farbwert. Jetzt ziehe ich von den 510 255 ab. So, jetzt wäre der höchste Farbwert tatsächlich maximal 255. Aber jetzt habe ich negative Zahlen drin und dazu mache ich die If-Abfrage. Wenn C1 kleiner als 0 ist, dann soll C1 mit minus 1 mal genommen werden. Das heißt, dann wird aus der Minuszahl durch die Multiplikation mit einer negativen Zahl wird eine positive Zahl. Und das ist erstmal der ganze Zauber von dem ersten Teil. So, ich habe jetzt auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die Zahl zwischen 0 und 255 ist. Das mache ich mit drei verschiedenen Zahlen. Und damit die nicht so ganz gleichförmig laufen, habe ich einmal unseren Zähler, der hier übergeben wird, mit 500 multipliziert, einmal mit 405 und einmal mit 190. So, und dann kriege ich drei Zahlen heraus und die muss ich jetzt hier unten in drei Berechnungen in einen String umwandeln. So, wenn ich jetzt das in einen String umwandle, dann habe ich immer das Problem gehabt, dass wenn ich so ganz kleine Zahlen gehabt habe, wie hier, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine 7 oder eine 6 gehabt habe, dann hat er mir plötzlich nur noch 5, manchmal sogar nur 4 Stellen ausgedruckt. Und dann hat er plötzlich so Sprünge in der Farbe gemacht. Das heißt, ich muss immer ganz exakt angeben an der ersten und zweiten Stelle hinter dem Hashtag. Da sitzt auf jeden Fall der rote Kanal. Und dann brauche ich hier vorne eine 0 drin, damit der nicht denkt, also der erste Zahl von dem grünen Kanal gehört noch zum roten Kanal dazu. Und jetzt habe ich überlegt, wie machst du das am besten? Und das habe ich mit folgender Sache gemacht. Zuerst mal habe ich zu meiner Zahl, zu dem Farbcode habe ich 256 dazu addiert. Das ist in der Hexadezimalzahl, ist das jetzt die dritte Stelle. Dann steht dort eine 1 an der dritten Stelle, also beziehungsweise eigentlich ja an der ersten Stelle, weil das ist jetzt die höchste Zahl und die niedrigste Zahl steht am Ende. So, dann habe ich eine dreistellige Zahl auf jeden Fall. Jetzt lasse ich mir das Ganze runden, weil das C1 keine glatte Zahl ist, das ist keine Integerzahl. Ich brauche aber eine Integerzahl, also eine Ganzzahl für den String. Dann lasse ich mir das Ganze in einen String umwandeln, und zwar zur Basis 16. Das ist die Hexadezimalzahl. Wenn ich das hier weglasse und da gar nichts reinschreibe, dann wird daraus eine Dezimalzahl gemacht, die möchte ich aber gar nicht haben, weil das liest mir der Farbcode nicht ein. So. Also mache ich hier 16 Hexadezimalzahl. Und jetzt lasse ich den ganzen String
abschneiden, und zwar vor der Stelle 1. Und vor der Stelle 1 gibt es noch die Stelle 0 bei einem String. So, und das wäre jetzt eben tatsächlich diese 100er-Zahl oder die 256, die wir mit hinzugefügt haben. Die wird jetzt wieder abgeschnitten. Und das heißt, ich habe sozusagen den Trick gemacht, ich habe es mathematisch dazu gerechnet und habe es dann als String wieder abgezogen. Und das ist der ganze Zauber an dieser Sache. Und das muss ich jetzt dreimal machen. Und zwar für jede Zahl. Und dann habe ich tatsächlich, und das wird dann später auch ausgegeben, habe ich tatsächlich immer hier eine sechsstellige Zahl. So. Und das Ganze sieht jetzt also so aus. Ich habe eine Function getColor. Da wird ein a übergeben. Und das wird dann hier jeweils in drei Werte ausgerechnet. Die werden in einen String umgewandelt, der einen Farbcode enthält. Und ganz zum Schluss wird dieser String zurückgegeben. Und den muss ich dann in meinem Hauptprogramm, das seht ihr hier gleich, muss ich den dann abfragen und übergebe den dann an die Füllfarbe. Gut, damit das Video nicht zu lang wird, breche ich jetzt hier erstmal ab. Im nächsten Video geht es weiter. Ich hoffe, das war für euch erhellend. Falls ihr Fragen dazu habt, dann schreibt sie bitte unten in die Kommentare rein. Und falls ihr sagt, ich habe das jetzt nicht so gut mit programmieren können, was der Frederik dort erzählt hat, dann schicke ich euch auch gerne den Code zu oder stelle ihn unten auch rein. Schreibt mir einfach dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir machen im nächsten Video weiter.